Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Hey. I Wanna Be The Guy und ich habe bemerkt, dass ich die Controls nicht eingestellt habe. Upsi dupsi. Oh nein, das macht nichts, das hast du gestern auch eingestellt. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Das ist im Nachhinein überhaupt nichts Schlimmes. Letztes Mal haben wir Dracula besiegt, einfach weil wir voll... Beziehungsweise ich habe Dracula besiegt, das sieht Daniel noch nicht, aber ja. Okay, hier steht, to enter the palace of the guy, you must collect the 6 units. Was bedeutet... Mike Tyson! Ah! Warte, was? Wie kann man da... Ja, sobald man alle 6 Bosse hier besiegt hat, dann öffnet sich das Ding hier. Dann ja, aber wie, warum... Wenn du da drauf gehst, dann stirbst du. Boah! Man kann erst, nachdem man alle 6 gemacht hat, drauf und dann geht man zum Schloss vom The Guy. Quasi, du hast die erste Hälfte hast du gemacht. So gesehen, ja. Die erste Hälfte und jetzt sind wir wieder hier, weil da musst du runter. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch, warum du am Anfang vom letzten oder direkt am Anfang nicht runtergegangen bist. Wenn man ganz runter geht, nun, ich sag dir, Daniel, ganz runter ist nicht richtig. Au. Okay. Wir müssen nämlich auf jeden Fall auf das Vorletzte, weil das ein Speicherpunkt. Nein, wir müssen nicht dahin. Was? Müssen wir nicht. Wir können zwar dahin, aber ich gehe eine Abkürzung, mein Freund. Beziehungsweise den eigentlichen Weg, den wir gehen müssten. Eine mega geheime Sonne-Abkürzung, die Auserwählte kennen, oder ist sie wirklich... Diese eine Abkürzung. Die hier. Boah! Cool. Shit. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie es hier weitergeht. Wirklich, es ist lange her, aber hey, ich probiere es. Also das ist jetzt quasi wirklich ziemlich blind. Ich suche immer noch einen Flaschenöffner, damit ich meine Flasche Fassbrause öffnen kann. Okay. Oh, ich habe einen gefunden. Cool. Gut gemacht. Dann wollen wir mal. Weil unten erwartet uns Abgrund. Das kann ich dir schon sagen. Abgrund, aber nicht unbedingt Abgrund an sich, sondern... Naja. Kommen wir auch noch unten hin, oder ist unten das quasi... Unten hin, aber ich denke nicht, dass wir das in diesem Display noch machen müssen. Also okay. Ich mach's ja nicht 100%. Ja, okay, dann ist das nur so eine Waffe, oder was? So gesehen, ja. Nee, okay. Keine Waffe, dann kommt man eigentlich zu einem neuen Gebiet, aber durch diesen Weg hier... Hallo. Durch diesen Weg würden wir auch dahin kommen, aber wir gehen erstmal zu Kirby. Ach du Scheiße, Kirby? Ja, Kirby. Sorry, okay, dass ich gespoilert habe, aber wer kennt das Spiel denn nicht? Daniel beispielsweise. Okay. Warte, wer, Meta Knight ist da doch der Endgegner, oder? Nein. Also der heißt so normalerweise im Endspiel. Nun, Meta Knight, Es ist doch der sehr aussieht wie Kirby, nur als dunkler Ritter. So gesehen, ja, aber er kommt in diesem Spiel nicht vor. Ah, okay. Das wäre jetzt übler Spoiler, wenn du das jetzt sagen würdest, wer der Endboss ist. Na, aber da müssen wir uns jetzt wirklich langsam mal ein alter Ego für ausdenken. Wir können nicht die ganze Zeit sagen... Ne, Patze, eindeutig. Nee, Patze ist schon der Boss. Ja, Patze ist der Boss, deswegen. Ist schon der Guy. Oh. Oh. Okay, das ist richtig schwer irgendwie. Genau. Ja, da, also so ein richtiger... Also, eigentlich sollte man eher dafür belohnt werden, dass man Secret Way gefunden hat, aber das Spiel scheißt. Es ist ja so gesehen kein Secret Way. Wirklich nicht. Es ist eigentlich so ein von dem Spiel her gedachter, du musst da jetzt hin. Ja, du musst aber... ihn halt nur finden. Aber was ist dann mit dem anderen Weg, dem quasi offiziellen? Tja. Oh, das war knapp. Ja. Nein! Egal. Ach, Mann. Wieso? Ich bin so schlecht. Das ist so gesehen der offizielle Weg, um dahin zu kommen. Anders kommst du da nicht hin, denke ich zumindest. Okay, also quasi das andere unten ist optional dann komplett. Ja, das andere unten ist optional. Ah, verstehe. Okay, aber da ist kein Boss oder so, das ist nur so ein Kram. Also nichts Besonderes, was man verpassen könnte. Na doch, es ist so gesehen eine Abkürzung zu einem bestimmten Areal des Spiels, aber... So, wenn wir das hier machen, ist so gesehen, dieser Weg, den wir hier jetzt gerade gehen, ist so gesehen ein längerer Weg. Zumindest kann man den als längeren Weg ansehen. Okay, mal sehen, ob ich das jetzt schaffe. Nein! Ach, das ist mega schwer, denn eigentlich könnte man meinen, das könnte man gar nicht schaffen. Also wenn man
quasi dieses Spiel nicht so gut kennt und quasi, wenn man direkt am Anfang da runter geht und dann einen Weg findet, dann könnte man meinen, man kann da gar nicht hin. Aber wirklich, das Spiel ist zu 100% möglich. Ja, aber dass das quasi so eine Art Verarschungsweg ist, weißt du, dass ja, aber diese Stacheln umfahren. So fies ist das Spiel nicht. Unerfahrene Spieler könnten möglicherweise denken, dass es dann da wirklich nicht weitergeht. Ja, könnten sie wirklich. Okay, nein, ich muss nochmal zurück. Guck mal, wie die abspacken da oben. Sollen wir abfallen? Nein, wir fallen nicht ab. Wir unterstützen Grievous. Ach, nein. Nee, ich weiß, wie das ging. So. Nee, warte. Habe ich dich jetzt gerade getriggert? Hast du aufgepasst? Nein, du hast nichts getriggert. Ach man. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die gerade schon getriggert habe. Was hast du getriggert? Die Stacheln, die da hochkommen, weil ich glaube, die kamen, die triggert man und dann gehen die wieder zurück. Echt? Ja doch! Ich hab sie getriggert. Ja, okay, jetzt sind wir hier. Room of Divine Transportation. Da kann man sich zu den einzelnen Bossen teleportieren. Ja, da kann man sich zu den einzelnen Bossen teleportieren. Aber es ist so gesehen kein Boss Rush, es ist einfach nur du gehst dahin und dann bist du da. Einfach falls man irgendwas verpasst hat. So, beispielsweise bei dem einen Areal bei Birdo, wo wir die eine Waffe da holen konnten, ich das aber nicht gemacht habe, weil ich keinen Bock dazu hatte. Mhm. Okay, cool. Das ist jetzt eine richtig fiese Stelle. Oh, wie heißen die? Shy Guy? Nee, kein Shy Guy. Nee, wie heißt der Typ? Ach, der da drüben? Oder da, die... da, ja, das, die Bomben, die heißen anders. Ja, yeah, die Bomben heißen entweder im Deutschen Kugelbilly oder im Englischen Bullet Bill. Ich bevorzuge Bullet Bill. Ja, klingt doch besser. Aber ja, da hinten ist ein Shy Guy mit einer Flammenmaske, aber... Ja, deswegen. Ach, verdammt, das ist richtig schwer. Ich sollte mal woanders abspeichern, damit ich nicht die ganze Zeit wieder darüber laufen muss. By the way, hast du eigentlich mal überlegt... Also, das ist ja jetzt quasi dein Debüt-Let's Play hier so, aber... auch irgendwann mal überlegt, so Dark Souls oder so zu machen? Oder wäre das nicht deins? Also, Dark Souls ist auch schwer. Mhm. Aber ich habe das Problem ist, ich habe Dark Souls nicht, beziehungsweise noch nicht, aber ich denke, ich bin eher der Jump'n'Run. Oh! Ach, verdammt, genau das muss man machen. Aber ich hätte es fast geschafft. Ne? Der Jump'n'Run-Typ ist so gesehen. Kann man sehen, oder auch Ego-Shooter wie beispielsweise Aquanox 2, das habe ich sehr gerne gespielt. Ups. Wobei ich sagen muss, ich hasse schwere Spiele unfassbar, aber. Ich mag Dark Souls echt gerne. Das ist irgendwie total perplex, weil irgendwie fasziniert mich nicht nur die Welt an sich, weil da alles so riesig groß ist und die Areale sind mega geil gemacht, sondern es ist halt einfach, du musst es dir ganz normal wie so ein Spiel vorstellen, wo du halt einfach als Ritter rumrennst und Gegner abmetzelst, nur eben ein bisschen... Ja, wo du ein bisschen überlegen musst. Also quasi, richtig. Du musst überlegen, welche Taktiken du anwendest. Ach, verdammt! Ich schaff den ganzen Sprung nie. Aber es ist schon mal beruhigend. Ja, es ist schon mal gut, dass ich das Ende hier habe. Aber wenn du versuchst, da ganz unten schon hinzuspringen, ja, Fehlanzeige, dann passiert nämlich das hier. Ah, so ein Arsch. Dann kommt der Flash, das Flash. Ja, der Flash des Todes. So einfach macht ihr es nicht. Entschuldigung. Oh, macht ja nichts. Ich darf hier gerade meine Fassbrause. Im Endeffekt ist das eine entspannte Zockrunde, wo zwei Typen über irgendwelche Themen reden. Richtig. So, was möchtest du denn reden, Daniel? Ich habe ja gerade angefangen, über Dark Souls zu reden. Ja, richtig, über Dark Souls. Gut, da kannst du halt nicht großartig mitreden, aber ich kann es dir nur ans Herz legen. Du solltest es dir irgendwann mal anschauen, weil es ist ja vielleicht nicht unbedingt den ersten Teil, aber der zweite Teil ist auf jeden Fall richtig geil. Na, ich habe beim guten Chainsman 16, ein bisschen mit Matze, Dark Souls 2 den Stream mitverfolgt und hat schon Spaß gemacht. Also der zweite Teil, der ist auch ein bisschen leichter als der erste. Den ersten, den habe ich ja mal so... Für dieses Geburtstagsspecial von Grievous und Patzer habe ich den ja mal gespielt. Mhm. Und der ist mega. Also im Vergleich zum zweiten Teil ist der echt richtig schwer. Okay. Mhm. Was aber wahrscheinlich für dich vom Setting her interessanter wäre, was du aber nicht zocken kannst, weil es nicht für einen PC gibt, wäre Bloodborne. Bloodborne? Das ist ja so alles ein sehr düsteres Setting. Wunderschön.
Das wäre wahrscheinlich eher was für dich. Aber das ist halt dem. Vielleicht mache ich davon mal in 60 Minuten mit oder so, dann kannst du das Kannst du machen. machen. Das hast du eigentlich schon lange nicht mehr gemacht, beziehungsweise außer die ersten Minuten mit Ja, also Discord. das ist das im Endeffekt jetzt, weil ich habe mir gedacht, wenn ich mich immer auf 60 Minuten beschränke, ist das Kacke. Ich will schon ein bisschen so die grundlegenden Sachen von dem Spiel zeigen. Deswegen habe ich das Format einfach umbenannt. Das ist ja auch noch in der 60 Minuten mit Playlist. Ja, ach, Mann, ey. Nur, Ich weiß nur, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich da auch ein bisschen lang dran gehangen. ja, mein Gott, das Bis ich ist. den Weg gefunden habe, ey. Hier Das war mal richtig fies. länger dran zu hangen, dran zu hangen, dran Dran zu zu hängen. hängen, das ist ganz normal. Ja. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Braucht man sich auch nicht für zu schämen. Aber es gibt wirklich die Hardcore-Typis, die dieses Spiel auf Impossible durchspielen, ohne Speicherpunkte, einfach ganz durch. Ja, genau. Und da sind, was weiß ich, in 7 Minuten. Das sind Asiaten. Das sind Wir sind Asiaten. nicht wie diese Asiaten, Mann. Wir sind Das Menschen. Nein, sind Spaß. Europäer. Also es ist schon heavy. Also, da ist theoretisch möglich, klar. Das Ja, haben Leute sicherlich. mit Praktisch, Sicherheit aber wirklich extrem unwahrscheinlich. auch Leute aufgenommen und hochgeladen auf YouTube Ja, oder so. habe ich mir schon was davon angesehen. Ach, Aber komm schon, was soll denn der Scheiß? ah, Boah. mit der Ruhe, einfach weitermachen, irgendwann geht's schon automatisch. Und ich denke mal, du musst dich dann aber halt verdammt lange mit dem Spiel beschäftigen. Ich denke mal, das hat die auch viele Stunden Frust gekostet, bis die irgendwann mal so weit waren, dass sie das Spiel einmal so durch hatten. Und Ja. dann musst du es halt zur Routine machen. Dann musst du das immer wieder üben und üben und üben und üben Aber und ich habe üben. eben nicht so viel Zeit in meinem Leben wie die Asiaten. Ja. Ah! Die kommen Wie abends soll ich das von schaffen? Das ihrer ist doch fast Handy-Chip-Fabrik, kommen unmöglich. die nach Hause. Nein, das ist alles Ich vermieden. muss das nur richtig timen. Der erste muss richtig sitzen. Ja, okay, stimmt. Ich kann ja beim ersten sowieso Doppelsprünge machen. Asiaten sind cool. Studenten. Die Asiaten sind schöne Menschen. No racism. No racism. No Rassism. No Diskrimination. Ich meine, es hat Ja, bestimmt auch ein Asiate hier dieses Spiel entwickelt, oder? Oder ich waren weiß das nicht. Ich denke, das waren Engländer. Oder ein nicht? Amerikaner, irgend so jemand. Irgendein Mensch halt. Das ist jetzt schon wieder Diskriminierung gewesen, Mann. Die Menschenrasse, irgendein Mensch war es halt. Ah ja, aber kein Asiate. Was weiß ich, vielleicht ein Koreaner. Moment, Koreaner sind auch Asiaten, oder nicht? Natürlich. Ja. Genauso wie die Vietnamesen und sonst was. Ich bin Mal verwirrt. dieses ganze Fußvolk. Jetzt! Ja! Nein! Ja! Ja? Yeah. Jetzt, Nein? wie komme ich jetzt dahin? Das ist jetzt fies. Okay, ich probiere es einfach. Ja! Oh Gott. Oh, Tetris! Oh, holy shit. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Pattern war. Stimmt ja. Ja, das musst du jetzt wieder auswendig lernen. Yay, cool. Wir haben einen neuen Screen. Warte, was? Ja, es gibt ja keinen Speicherpunkt. Deswegen muss ich das Ding Scheiße. Scheiß die ganze Zeit nochmal machen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt heavy. Stimmt, es Ich gibt gar keinen weiß Speicherpunkt. leider nicht mehr das Pattern, wie das war. Oh Gott, das ist richtig Ach du scheiße. Scheiße, das musst du jetzt auswendig lernen. Das heißt, du musst so oft sterben. Oder du bist so nett und guckst auf YouTube einfach nach, wie das Pattern ist. Was soll ich denn da? Gib Ja. einfach I wanna be the guy Tetris ein. Dann wird es schon bestimmt kommen. Okay. Guck mal da mal. Mach mal da mal einen Job als Gastkommentator. Ja, So. ja, Zeugs machen. I wanna be the guy. Tetris. Kommt sogar schon als Vorstellung. I wanna be the guy Au. 15 Tetris. Ui. So, Na komm, okay, schieß endlich mal klar. er macht das gleiche wie. Bei mir ist er zuerst in dem Raum mit dem Shy Guy. Den wird er jetzt wahrscheinlich stocke easy mastern. Natürlich. Ich Zack, hab's auch zack, geschafft zack. gleich. Ja, ich hab's geschafft. So, ich bin jetzt gleich beim Tetris. Ja, okay. Jetzt ist er da. Sag mir einfach die Farben, auf welche Farben ich achten muss. Ansonsten probier ich's einfach nochmal. Wie meinst du mit, auf welche Farben du Ja, achten jeder Tetris-Block hat ja seine eigene Farbe. Ja.
Erst kommt ein Lila, ne? Der kommt ganz links hin. Ich weiß nicht, wie ich dir das am besten sagen soll. Lilane, dann gelb. Ich sehe es gerade schon bei mir. Und dann blau, dann rot, ein L. Oh Gott. Also ein L. Oh nee, jetzt, ich hab versagt. Okay. Okay, dann, aber ich guck mir das Pattern an. Da kommt ein grauer Lange, warte, ich schick's dir. Ich kann, du musst es mir nicht schicken. Ich kann es dir selbst nachsehen, was ich machen muss. Okay, ich weiß, dass ich da oben hin muss. Okay, gut, gut zu wissen. Achso, du hast gerade. Achso. Okay. Verstehe. Das wird schon, du hast schon ein Stück weit überlebt, okay. So. Und jetzt, das fällt mir auch etwas einfacher jetzt hier. Ich bin jetzt wieder beim Tetris. So, das ist ja die Routine, weißt du? Du stirbst zwar da 50 Mal, aber irgendwann hast du die Stelle drauf. Das ist es halt. Deswegen ist dieses Spiel auch nicht unfair, das ist einfach nur schwer. Ja, richtig. Muss richtig aufpassen. Nicht, mein Kleiner. Oh Gott, oh Mann. Oh nee, jetzt hab ich's wieder verkackt. Oh Gott. Das war grad voll. Ich muss genau auf diesen grünen Typ wieder. Auf den grünen. Oh Gott, das wird immer so scheiße. Ich kann auch mal Mike Tyson besuchen. Ja, okay. Aber der ist sowieso schon tot. Hey, Grüßes! Ich wollte immer Patze sein, ich lebe immer noch! Ja. Na komm, ich hasse es, dass sie immer so lange brauchen, ich bin so richtig ungeduldig. So, okay, jetzt. Aber wenn du ungeduldig bist, dann wäre aber Dark Souls nicht dein Spiel. So, geschafft, okay. Hopp. Ja, aber das wäre tatsächlich mal eine Idee, weil ich hatte zwar immer mal vor, eventuell ein Let's Play zu einem Dark Souls Spiel zu machen, aber weil ich da irgendwann wahrscheinlich verzweifeln würde, wäre es immer eher ein Let's Aufgeben. Aber ich könnte tatsächlich mal ein 60 oder nee. Was war das denn? Ich könnte tatsächlich mal die ersten Minuten mit zu Dings machen, die Tage. Kannst du. Das wäre, weil Bloodborne wirklich sehr, sehr interessant. Gefällt mir vom Setting auch sehr gut, weil es halt sehr düster ist und so. Das hat was. Aquanox ist auch sehr schön düster. Ich mochte Aquanox. Weil so, Aquanox habe ich ja, ich glaube, ich habe Aquanox 1 damals in der Computerspielebild mal gehabt. Aquanox 3 soll ja 2017 rauskommen. 2017, uiuiui. Und das lässt sich ganz schön auf sich warten. Ja. Ist das, gedingst, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie nennt sich das, wenn da Leute Geld für so ein Projekt bezahlen? Kickstarter, gekickstartet oder? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich bin nicht so bewandert in dem Themengebiet. So, dann gucken wir mal. Hops. Nee, das war zu spät. So, gucken wir nochmal. Okay, ich bin wahrscheinlich hier jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Minuten, aber hey, die Leute haben danach sich. Ja, danke ich nicht. Denke ich nicht. Du dauerst voll lange. Hadouken! Hadouken? Genki Dama. Kamehameha. So. Also auf jeden Fall tust du heute eine massive Leistung abrufen. Und ich bin Gott sei Dank heute auch ausgeschlafen. Das heißt, ich bin nicht so halb. Ich auch, ich bin auch ausgeschlafen. Also. Wird erstmal bis 12 Uhr gepennt. So, und hui! Lupa. Hoppa! Dieser letzte Kanone, wie kann der die letzte Kanone eigentlich nochmal abschießen, obwohl er eigentlich schon tot ist? Ich weiß es nicht. Er kann's einfach. Ich verfrag noch nicht seine Logik. Oh Gott. Oh, das war knapp. Okay, gleich geht er hier weg. Der geht hier drauf. Ich muss aufpassen auf den. Ja. Okay. Und dann musst du jetzt auf den, oder? Genau, links. Auf den muss ich hier. Achso, okay. So, ich muss jetzt aber. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen ja, ist das richtig ist scheiße. Wow, oh, es geht so schnell. Ah, shit. Ich glaube. Okay, Penner. Ist ja noch über, eins nach links gegangen, ey. In letzter Sekunde. Ja, ich muss über das Ding darüber. Weißt du, du denkst da so, okay, der setzt ihn jetzt bestimmt für die anderen gelben Steine. Ja, da dachte ich auf jeden Fall. Geht ja noch eins weiter links. Aber wir kommen Schritt für Schritt dem Ziel näher. Das ist immerhin gut. Step by step. So sollte man alles im Leben angehen. Immer step by step. So. Wie feuert er diese Kanone? Er schießt und dann tötet sie es. Oh nein, er ist bei mir. Bevor er mich tötet, bringe ich mich lieber selbst und ihn mit um. Ja. Voll der Taliban. Ja, deswegen hat er auch die Maske. Oh Mann. Oh, verdammt. Es ist scheiße, dass da kein Speicherpunkt ist. Oh. Das ist nervig.
Auf geht's. Komm, mein kleiner Freund. Ich denke, das schaffe ich nicht. Der rastet total aus. Nein, du gehst ja nicht voll runter. Das ist mein Tetris, meins. Aber was ich nicht verstehe, wenn er diesen mega Ficker-Laser... Er könnte die ganze Zeit schon einen Mega-Laser machen, da könnte ich überhaupt nicht durch. Genau. Aber nein, er denkt sich, ich gebe ihm doch noch eine Chance. Ich mach lieber die langsamen Bullet-Builds. Okay, einmal drüber. Hopp, hopp. Nee. Ich bin immer noch nicht ganz da drin, aber ich kann das schon auf jeden Fall. Ah, macht doch nichts. Alles gut, alles gut. Hoppa. Oh, shit. Tetris. Ich find's toll, dass die Tetris eingebaut haben. Das auch mit der Melodie? Ja. Liebe die Tetris-Melodie. Ist eher Mozart, sonst was. Achso, ich denke, das ist Mozart. Ich weiß nicht, ob es Mozart ist. Oh Gott. Na toll, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Shit. Neustart. Ja. Ja, lieber direkt neu starten. Ja, ich will ja nicht warten. Und wenn ich sterbe, dann ist es ja schon so. Ja, das Spiel müsste bessere Splatter-Effekte haben. Splatter? Ich kann Splatter einstellen. Ja, much better Splatter. Ich hab's nur ausgestellt, einfach weil ich nicht so der Fan von Splatter bin, wenn überall Blut rumfliegt. What? Und es laggt auch manchmal hin und wieder, wenn der ganze Splatter da ist. Hab ich den Lag gehört? Lag in the house? Nein. Natürlich. ja, ich habe übrigens gerade eben den Part, den ich heute Morgen schon hochgeladen habe von Seven Days to Die. Hast du in der WhatsApp-Gruppe geschrieben? Ich erinnere mich. Hab ich mal von privat umgestellt auf öffentlich, jetzt gerade eben. Ich verstehe. Oh, aufpassen. Weil im Prinzip war er die ganze Zeit schon hochgeladen, er hätte nur noch umgestellt werden. Ach, verdammt, ich hab zu spät reagiert. Warte auf öffentlich. Ich bin mir nie sicher, wann er runterkommt, das ist richtig nervig. Und ich habe gerade eben gesehen, Pascal hat ja auch Borderlands 2 hochgeladen. Ja. Gott, wird auf einmal so viel hochgeladen und wir haben 168 Abonnenten. Oh mein Gott, jetzt geht's 100, ja doch nochmal steil. 168, wow. Das ist mein normaler Kanal, hat 355. Du lädst ja auch den ganzen Tuhu-Kram hoch, das ist ja... Das ist kein Tuhu. Also, ich lade seit 3 Jahren nichts mehr darauf hoch. Das ist halt asiatische Musik. Ja, das mögen die Leute. Asiatische Musik. Es ist auf jeden Fall was anderes als wir mit unseren Let's Plays. Da hat man ist auch nicht hier so. Wir beschränken uns ja auch nur auf eine Nationalität. Nämlich die. Okay, auf 3 Nationalitäten. Ja, wir sind ziemlich facettenreich, was das angeht. Da will ich jetzt mal. Hallo, wir haben. Jeder von uns hat eine andere Nationalität. Ich bin Deutscher. Grievous ist Ostdeutscher. Das ist ja so ein großer Unterschied. Ich komme aus der BRD, er aus der DDR. Ja, Moment. Ostdeutsche sind keine Deutschen. Nein, okay. Ja, das sind DDR-Typis. Nee, aber du zum Beispiel, Italiener, Patze ist... Österreicher, der Pascal ist Schweizer und... Oh Gott. Grievous und ich sind Deutsche. Das ist voll facettenreich. Ich bin Halbdeutscher, hallo. Erzähl mir nicht, dass wir uns auf eine Nation beschränken, ja, das ist... eine Nation. Nur die Deutschen. Hitler nicht. Hitler war scheiße. Ja. Böser Mann. Und jeder, der irgendeine Inkarnation von Hitler findet und sich dabei cool findet, ist auch scheiße. Richtig. Das war ein Grievous. Der guckt das ja sowieso nicht. Ja, der hat sich erkundigt. Hitler hatte nur einen Hoden. Sein Schwarm, oh mein Gott. Naja, eins muss man lassen. Satan ist voll der, ist kein Rassist. Er nimmt alle auf. Ja, cool. Er nimmt alle auf. Ja, deswegen ist Satan okay. Er ist voll tolerant. Gott macht sich so, nö, ich nehme nur die Guten auf. Und Satan so, ja, alle dürfen bei mir rein. Ah, das hat South Park so schön parodiert. Ja. Wow. Okay. Whoopsie. Macht er auch jedes Mal so ein lustiges Geräusch, wenn er stirbt, wahrscheinlich. Ja? Blub. So macht er so ein Chai, wenn er stirbt. Nee, ist der Schwanensee.
Ja, das ist der Schwanensee, der da läuft. Ne, das ist wieder was anderes. Genau so war das. Ich bin gut. Oh ja, das bin ich. Okay, so, gleich. Pass auf. Genau, ja, gleich kommt wieder das kleine Ding. Gleich kommt es wieder. Oh, oh. Ja, okay, jetzt. Nee, der ist noch nicht, jetzt, aber der ist jetzt, pass auf. Jetzt musst du. Okay. Ja. Nein. Scheiße! Ach verdammt, ich komm da nicht hoch. Scheiße! Nein! Fuck! Nein! Oh, okay. Jetzt komm ich aber nicht mehr. Da komme ich nicht mehr hoch. Ich hätte das eigentlich schon ausnutzen müssen. Guck, genau, deswegen kommt. Oh nein, da kommt die riesige Mario-Pille. Richtig, Dr. Mario. Ich hätte das eine ausnutzen sollen, aber ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Oh, komisch, dass ich Dr. Mario bin. Ja, egal. Ich fand auch gerade beeindruckend, dass du das wusstest, dass es aus Dr. Mario ist. Hab ich irgendwo mal gesehen und dann habe ich das aufgeschnappt. Die Pillen halt. Okay, cool. Das ist mir auch zum ersten Mal passiert. Toll. Nee, das war doof. Nee. So, warte mal. Ganz falsches Timing. So, jetzt. Müssen wir ganz anders angehen, ne? Ja, doch nicht. Das geht so nicht. Immer dieses Bubu. Bubu. Dieses Geräusch, ey. Ne, ich hör's ja nicht. Das ist so das typische Super Mario World Geräusch, wenn da ein Bullet bekommt. La 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 la, ich bin schwul hin und wieder gerne, ja, wupdi wupdi du. Ich bin der Schwanzee. Nix gegen klassische Musik. Klassische Musik ist cool. Das ist eher Retro. Retro ist auch cool. Also 8-Bit. 8-Bit Musik. Halt im klassischen Stil. Im klassischen Stil gehalten. Okay, gleich kommt der wieder. Jetzt pass auf. Von nebenan. Der ist voll fies. So, aber also jetzt musst du richtig reagieren. Ja, ich muss hier stehen bleiben. Da musst du jetzt. Ach, verdammt! Ah, nein, scheiße! Verkackt! Ich komm da nicht hoch, okay. Oh, doch. Doch. Jetzt! Ja! Gut! Yeah. Was ist das jetzt für Musik? Ist das jetzt Kirby? Wow, what the fuck! Fliegende Stacheln! Siehst du diese Raketenstacheln? Siehst du diese grünen Wände da? Ja. Die hier? Oh, ich weiß, wie es geht. Hä? Oh. Ich hatte so Probleme damals. Ich hatte so Probleme bei dem Ding, das Ding zu, diesen Walljump zu machen. Wirklich. Echt? Dass es so geht, hätte ich nicht gedacht. Das war richtig. Wie? Okay. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich jetzt so mega Probleme daran habe, das zu meistern. Weil wirklich, als ich das zum ersten Mal, ich wusste nicht, wie ich da den Walljump, und jetzt klappt's bei mir beim ersten Mal. So. Oder nee, was war mein Problem? Ich denke, das andere war mein Problem, dass ich das andere, das da gegenüber. Ach ja, ich muss das gedrückt halten und dann so machen. Aber trotzdem musst du genau den richtigen Punkt erwischen, wo du abspringst. Nee, eben, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht bei diesem einen Ding hier. Egal, was ich mache, ich weiß nicht, wie ich da abspringen kann. Aber du bist irgendwie rübergekommen. Es funktioniert nicht. Nicht gleich jetzt nicht funktionierend abstempeln. Du musst versuchen, positiv zu denken, wie Lippenpresse. Aha. Ich bin irgendwie abgesprungen, aber ich weiß nicht wie. Du bist abgesprungen, ja. Ich muss die Taste halten. Ist der Part nicht eigentlich schon rum? Musst du nicht, Ja, eigentlich, ja, das passt eigentlich, dass wir hier jetzt einen Cut machen. Ja. Gut, okay. Danke. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, okay.